Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Space 2 mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir die Sonnenenergie, die Solarenergie wieder zum Laufen gebracht und sind dann einfach mit irgendeinem Schleudersitz hier übelst krass wieder auf die Titanstation zurückgeballert. Und jetzt wissen wir auch, was dieser Vogelmann da bewacht hat, und zwar die Solaranlage, darum geht es eigentlich nur. Deshalb war das auch so weit weg von allem, weil er ja ganz oben war, das hat man ja da oben gesehen. Und voll weit weg von allen anderen Leuten. Das zeigt mir da lang. Voll komisch. Ja, okay. Jetzt geht's wieder los. Letztes Mal sind wir gestorben, als wir uns hier mit Ellie getroffen haben. Hier explodiert alles. Aber jetzt bin ich vorbereitet. Ein bisschen. Wir sollen jetzt irgendwie wieder in die Fabrik gehen. Mit Ellie und Strauss. Worauf ich eigentlich ganz schön viel Lust habe, ehrlich gesagt. Okay, ich barrikadiere mich mal in eine Ecke. Von hier können nicht so viele kommen, wa? Ich bin jetzt schade, dass hier jetzt kein wirklicher Sound ist. Aber das ist wohl, das hat wohl Schwerelosigkeit so an sich. Da kam einer, oder? Kam einer? Isaac, ich okay. Versuche die CEC-Tür auf ihrer Ebene zu öffnen. Scheiße. Moment. Ah, oh, ich hasse dieses Weglaufen. Das ist so undumm eigentlich. Ziemlich dumm. Ah, den haben wir. Okay, erste Sahne. Okay. Ja, ist einer von denen? Scheiß Schloss. Oh Gott! Ein, aber funktioniert nicht. Der ist hier rausgekommen. Kleines Kind, okay. Das in der Ecke funktioniert auf jeden Fall besser als das andere. Da habe ich aus Versehen schon einen von denen abgeballert. Okay, sehr gut. So. Der ist jetzt auch down. Dann ist der hat immer Priorität, diese Dinger. Ach da. Ach scheiße, komm. Ja, ich bin dafür autorisiert. Geh auf, du Scheißding. Okay, der hat Priorität. Als die kleinen Kinder. Oh Gott, das ist so weird, dass mich. Priorität. Oh Gott. Das ist so schnell. So, sie ist offen. Los, Isaac. Okay. CC-Tür. Die ist da hinten. Lauf. Der ist ja viel schneller. Nein! Oh Gott, das war so knapp schon wieder. Nein, ich will nicht speichern. Ich habe einfach A gedrückt. Ja, scheiße, ist ein bisschen doof. Wir sehen uns wieder, wenn ich es geschafft habe. Okay. Da sind wir wieder. Die Tür ist offen und wir haben dabei gekämpft bei der Tür. Haha. Und wir sind weg. So, erste Sahne. Da sind wir wieder. Es hat mich tatsächlich noch. Ich bin tatsächlich noch einmal gestorben. Haben Sie es geschafft? Scheiße, Isaac. Nur. Ist Stress tot? Beruhigen Sie sich. Alles ist okay. Nichts ist okay. Heute Morgen fing ich mit 30 Leuten an zu arbeiten. Heute Morgen? Wir wurden überrannt. Und plötzlich waren alle transformiert. Oh, plötzlich wird sie jetzt sentimental, ey. Das passt aber gar nicht zu Ellie. Ich muss meinen Freunden die Arme und Beine abtrennen, um fliehen zu können. Bestimmt liegen die Leichenteile noch irgendwo hier rum. Ja, wahrscheinlich. Ellie, ich weiß. Und es tut mir leid. Ich habe nur ein bisschen mehr Shit durchgemacht als du. Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen. Wir schaffen das. Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen. Immerhin, okay. Ja, immerhin hält sie durch. In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt. Hier sind die Koordinaten. Die ist ganz schön tough, Ellie. Normalerweise. Gerade wurde die ein bisschen sentimental, aber eigentlich ist sie so eher... Mir gefällt, ich finde sie richtig cool, die ist relativ tough. Ich bin tatsächlich bei der Szene gerade nochmal gestorben. Das heißt, ab jetzt noch 27 Minuten. Das ist eine Zahl. Eine Zahl, die ich mir so möglichst schnell wie möglich errechnen sollte. Kapitel 8, oh wow. Kann das aufgehen? Ich muss aufballern. Wusste ich gar nicht. Wir haben jetzt gerade 8 Minuten, plus 7, das sind 15, plus 20, das sind 35, also 35. So, bei 35 sollte das gehen. Das passt auch, glaube ich. Aber 35 macht aber auch keinen Sinn. Als wenn die Minute jetzt 15 Minuten, bin ich gar nicht bescheuert. Wie komme ich denn auf 27, 17 Minuten? Also 25. Ja, 25 passt. Meine Güte, bin ich verwirrt. So, ja, 35 Minuten noch aufnehmen. Warte, was?
Okay, wo sind wir? Oh, wir sind in der Arbeiterstation. Ich krieg Paras. Okay. Aber Nicole zeigt sich nicht. Ich habe einfach so Paras bekommen. Wunderbar. Audiolog, endlich mal, Alter. Ich habe so wenig Audiologs gefunden in dem Spiel. Hier spricht Caleb, Xenobiologe der Lenkfort Schicht 1. Okay. Was ist in der Ansage? Wir haben drei Leute verloren und erreichen Schicht 4 nicht. Hier kommt der Transport. Alle Mann bereit halten, falls da noch mehr sind. Wir verlassen unsere Schicht und gehen nach oben. Alle sind angewiesen, das Gleiche zu tun. Kommunikation ist schwankend. Geht Rick an Rick. Caleb, da sind noch mehr. Knall dir! Okay. Arbeiter, die gegen Necromorphs kämpfen. Hier ist ein Shop, aber ich glaube, den brauche ich nicht. Ich speichere einfach nur. Okay, also hier hat irgendwie Ellie anscheinend gearbeitet. Und das erinnert mich sehr an Dead Space 1 bei diesen... da gab es ja auch so einen Arbeiterbereich. Und der Arbeiterbereich sieht sowieso allgemein sehr nach Dead Space 1 aus. Weil das hier nicht so modern ist. Nicht so wie in den anderen Sachen hier bei Dead Space 2. Da sind ja sehr viele moderne... What? What? Da war gerade... Bin ich bescheuert? Da war doch gerade so ein Erschreckgeräusch. Aber kein Gegner. Okay. Erschreckt mich halt einfach ohne Grund. Da habe ich wohl einen Jumpscare übersehen. Sehr gut. Oh, Hallöchen. Das sieht Dead Space 2-mäßig aus. Ist der tot? Der ist gar nicht tot. Seine Gliedmaßen sind alle intakt. Oh, Hallöchen. Oh scheiße, ich glaube, ich sollte mich beeilen. Oh Gott! Was? War das denn? Willst du mich verarschen? Die mich jetzt sind alle gekillt? Ich kann gar nichts dagegen machen. Da kommen instant mehr. Oh Gott, oh Gott. Okay. 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 Das sieht sehr balanced aus. What the fuck? Und wenn ich mich nicht beeile, dann transformiert er noch unendlich. Die Viecher. Was soll das denn jetzt plötzlich? Das sind einfach viel zu viele Gegner. Okay, da muss ich wohl ein bisschen rumtricksen. Kann ich nicht dran langballern. So, jetzt. Okay. Jetzt kommen alle. Jetzt laufe ich. Okay, hat aber nicht geklappt. What the fuck? Mein Plan ist so ein bisschen, den auszutricksen. Okay. Tür geht zu. Okay, das ist der Plan gewesen. Tür geht zu. Ich kann sie wieder manuell aufmachen und dann die Leute abschießen. Alter, ist noch einer. So. Ich nutze die Tür. Zu meinem kämpferischen Vorteil. Alter, wie behindert. Da, die transformiert einfach noch viel mehr jetzt noch. Komm, ich schalte mal auf. Oder? Ich interessiere mich mal einfach nicht dafür. Und loote. Egal. Schemaanzug Level 5. Den hole ich mir. Wenn ich genug Geld dafür habe irgendwann. Ja, scheiße. Hallo? Ist hier jetzt auch schon einer? Wir können durch die Schächte kommen, wa? Ich stelle mich mal hier hin. Okay. Alles in Ordnung. Ey, das ist ja voll bescheuert. Die haben mich komplett überrannt. Ich
weiß, dass da einer ist. Und zwar so ein Fetter. Hier muss man sich echt aufhalten irgendwie. Stase, remember. Ja, okay, muss ich vielleicht auch mal öfter machen, ne? Ja, da kommt so ein Ding schon raus. Ah ja, genau, dann kommt er natürlich jetzt. Ey, das ist so getimed. Dass alle gleichzeitig kommen. Oh Gott, ey. Diesmal sind keine Viecher aus dem rausgekommen. Audiolog? Alter, mehr Audiologs, nice. Sorensen, hörst du mich? Sorensen. Hier ist Caleb von Schicht 1. Ihr solltet lieber direkt hinter uns sein. Wir hinterlassen haufenweise wütende Leichenteile. Oh oh. Alter, hier sind ja echt übel viele infiziert. Stasis, remember, use Stasis for safe, bla bla bla, ja ja ja. Arbeiterstasis halt. Okay, das ist der Raum, wo die alle hergestellt wurden quasi. Gerade eben. Du Scheißvieh. Wenn ich hier reingehe und die Tür hinter mir zugeht, kommen wahrscheinlich alle auf einmal. Tür zu. Hier waren doch gerade noch zwei, oder nicht? Oh, Hallöchen. Was hat die gesagt? Was sickert durch? Die ist weg. Die sind einfach weg. Was zum Teufel? Die scheiß Infektionstypen sind weg. Oh, Hallöchen. Du hast ganz schön versteckt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf Remember bis 25 machen. Oh, das ist. Okay. Das ist gut. Guck mal, Licht ist schon wieder da. Meine Güte. Jetzt wollen die aber plötzlich mir Angst machen. Ich habe mich schon gewöhnt, dass Dead Space gar nicht so gruselig ist. Sondern mich mehr auf die Story konzentriert, weil die so cool ist. Dabei ist es ja auch noch ein gruseliges Spiel. Da sind sie! Hey! Isaac, hier drüben! Hallo! Die Tür ist blockiert. Sie wird wahr. Die letzte Verteidigung eines Zurück. Hey, Sros! Bekommen Sie die Tür auf? Nein, die Schaltkreise sind durch. Sie haben das Bedienfeld geröstet, um die Dinge auszusperren. Da muss man auch noch anders reinkommen. Schau nach dem Nadel. Man könnte noch durch die Aufbereitungsanlage. Ja. Die ist für Menschen ungeeignet. Schritt 3. Ich denke, ich kann sie von hier aus abschalten. Okay, tun Sie es. Aufbereitungs. Die Schritte. Sie will, dass ich die Schritte einhalte. Halten Sie durch, Stross. Ich bin gleich da. Und dann? Okay. Ich will mich eigentlich mit denen treffen, ey. Ich richtig Lust drauf. Ich weiß nicht, der Plan ist ja, den Marker zu töten. Den Marker zu zerstören, aber... Ob der verrückte Sross uns da wirklich irgendwie helfen kann? Auf jeden Fall glauben wir dran, ne? Hui, Hallöchen. Oh Gott. Da sind solche Vents schon wieder. Hier werden so viele Gegner kommen, ne? Dann ist eine Bench. Schema. Detonatorminen. Okay. Jetzt kann ich mir die Munition für dieses Minending kaufen. Oh Gott. Was? Was passiert hier denn? Die Dinger arbeiten. Die drehen voll am... Was zum Teufel? Die dreht alles voll am Sack. Dreht alles am Rad, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich dachte, jetzt kommen auch noch Monster. Oh ja. Da sind sie. Von wo? Oh ja. Oh ja. Sehr gut. Wie wäre es, wenn... Nein. Wie wäre es mit... Ich bin tot.
Okay. Oh. Ich hab irgendwie überlebt. Oh Gott, da kotzt immer noch was auf mich. Der hat Medipack fallen lassen. Alter, bin ich eingefroren. Oh Gott, ich habe alle meine Minikits verbraucht. Ey, wie viele da kommen? Das ist ja der Shit. Okay, nee, ich kann ich nicht looten. Alter, ey. Scheiße. Gut, dass ich mich an meine Stase erinnert habe. Scheiße, ey. Da kamen so viele, ey. Ich brauche unbedingt mehr Schaden für meine Waffen. Dabei habe ich schon so viel Schaden. Oh Gott. Nachladezeit. Was kann ich denn mit Suchergewehr machen? Kapazität. Okay, wir gehen natürlich wieder voll auf Plasma-Cutter. Und zwar will ich zu diesem Spezialding da. Das will ich auf jeden Fall hin, wa? Einen hebe ich mir noch auf. Das heißt, mit zwei Dingern können wir jetzt schon mehr Kapazität haben. Und dann das Spezialding, wo die Leute anfangen zu brennen. Wenn ich auf die baller. Was sehr episch sich anhört. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir dahin kommen. Oh, das sieht cool aus. Alter, ey. Was war nochmal der Plan? Okay. Ich scheine in einer Sackgasse zu stecken. Das über mir sieht nach einem Lüftungssystem aus. Richtig. Oh. Ja. Das manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Sie müssen das Ding irgendwie gewaltsam öffnen. Damit vielleicht? Ah, ich habe unendlich von diesen Dingern. What? Okay, ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, was sie von mir wollen. Ich kann die da irgendwie festmachen, oder? Setzen die Knie ein, um die Düse daran zu bringen. Piep! Sieht ja gut aus. Okay, das hat geklappt. Das war lustig. Mit der eigenen Engine quasi aufgemacht. Einfach mit Druck. Fand ich lustig. So, da habe ich nichts Gutes rausbekommen. Ich mache mal wieder gerade. Wo bin ich denn jetzt lang? Da? Oh Gott, der Häcksler. Oh, Tightman. Ja. Der Verarbeitungszyklus läuft. Und sie stecken mittendrin. Es endet hier, Clark. Ach, Tightman für. Das muss es nicht, Tightman. Nein, das muss ich nicht. Das muss es. Leben Sie wohl, Clark. Tightman hält sich für so schlau. Dabei habe ich schon tausendmal seine Pläne durchkreuzt. Kann ich das jetzt kaputt machen oder so? Oder wie sieht's aus? Oder soll ich jetzt einfach da durch? Okay, soll ich einfach da durch? Da müsste ich weiter nach oben, wa? Oh Gott. Die Häckseldinger, ey. Da kann ich lang. Ah, easy. Es endet hier, ey. Hält sich für so schlau, dieser Tightman, ne? Aber hat mal wieder nicht geklappt, sein Kackplan. Tightman fühlt sich so schlau. Er ist irgendwie wie ein richtiger Oberbösewicht. Ist echt so, er hockt irgendwo in seinem Büro oder sowas. Und versucht mit irgendwelchen Fallen uns zu töten von ganz weit weg. Aber nix da. Passiert nicht. Was soll das denn? Der fährt da drüber, um das auszuschalten, ist ja wild. So. Das war leicht. Kein Problem. Oh. Bei solchen Dingern sind irgendwie immer diese Babys hier. Weil die perfekt dafür passen. Weil die an den Wänden irgendwo sind und einfach Fernkampf haben. Alter Schwede, was...
Man hat mich aus dem System gelöscht. Yeah. Und jetzt funktionieren meine Codes nicht mehr. Machst du Witze? Oh, Scheiße, da kommt was. Schloss! Hätten Sie mir bitte... Oh, oh. Ich will, dass Sie ihn sehen. Sie müssen die Schritte halten. Was? Nein! Halten Sie die Klappe und helfen Sie mir. Was? Nein! Oh, oh. Slasher. Den nehme ich meinen Anzug an. Ich find's krass, dass hier alles anscheinend, um irgendwie Mineralien kaputt zu machen. Kann ich das kaputt machen? Oh ja, ich muss einfach langsam laufen lassen, dann kann ich da ja lang, oder? Zack. Oh Mann, ey. Das fühlt sich sehr awkward an. Dinger treffen aber niemals, ey. Da muss man schon Pech haben, dass die genau einen treffen. Ich verballere meine Muni ganz schön krass. Oh Leute, ich habe gar keine mehr. Jetzt, wo ich es gesagt habe. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich halt echt richtig, richtig krass viel rumballer. Okay. Hier habe ich wieder so ein Ding. Aber ich würde sagen, wir richten uns mal am Boden aus. Und beenden die Folge. Denn jetzt sollte genau 20 Minuten erreicht sein. Wahrscheinlich sogar mehr. Aber lieber zu viel als zu wenig. Und ich danke herzlich, ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.